Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part sind wir in der Stadt des Staubs angekommen. Ich habe schon wieder das Ding aus. Lass mich raten, hier ist wieder auch alles aus. Jop. So, dann Zeug noch an. Nein, warum auch? Hier haben also die Wächter trainiert und gelebt. Ich hatte mir das Ganze als mehrgeschossiges Ugluk vorgestellt. Mit zahlreichen Kampfringen. Gut zu wissen. Was auch mein Ugluk sein soll. Aber derzeit Zeug noch an. Naja, whatever. Stadt des Staubs. Und hier gucken wir uns weiter. Oder hinten kam ich, oder? Oder wie rum? Orientierungssinn. Moment. War ich hier schon drin? Ja. Ihr seid zurück. Habt ihr mir noch ein Geschäft anzubieten? Natürlich. Hast du noch irgendwas, was ich... Ich wüsste nicht, was du haben solltest, was ich nicht schon im letzten Part gesehen habe. Aschekrieger-Axt. Hätte ich mehr Kohle? Der ist gut. Die merke ich mir, da komme ich später nochmal vorbei. Die Aschekrieger-Axt, die ist was. Oberverzauberer-Roben. Vier Sovereigns, ne. Also hier werde ich gerade noch nichts bekommen, weil ich das ganze Zeug für Alchemie ausgegeben habe. Aber wir hatten noch eine Gesprächsoption, bin ich die schon durchgegangen? Ihr seid zurück. Habt ihr mir noch ein Geschäft anzubieten? Nun, unser Geschäft ist eher unter der Hand, wenn ihr versteht. Es ist den Orsamer verboten, geschützten Handel zu betreiben, aber sie tolerieren es, dass ich Dinge mit meinen Freunden teile. Gegen Geld. Okay. Dachte ich mir. Der andere Dialog hätte eh bloß wieder. Aber wir waren hier schon drin. Und das heißt, wir müssten aus der Richtung gekommen sein. Ja, genau, von hier sind wir gekommen. Okay. Gut, ist die Orientierung wenigstens so weit wieder da. Da hinten ist ein Auftrag. Ja, dann gucken wir uns ihn mal an. Eine milde Gabe für die Bedürftigen. Habt ihr eine Münze übrig, Herrin? Für meinen Sohn. Er ist krank, hat keine sauberen Sachen und nichts zu essen. Und ich auch nicht. Theoretisch? Ja, praktisch, das kann jeder sagen. Ist ja auch immer so die Sache, wenn man auf der Straße einen Bettler sieht. Warum hilft denn euer Vater eures Sohns nicht? Das frage ich mich auch jeden Tag. Er war ganz erpicht auf ein Mädchen, das ihm Zugang zur Minenkaste verschafft. Aber seit der Geburt des Jungen habe ich nichts von dem Kerl gesehen oder gehört. Und ich bin auf der Straße und darf nicht zurück, außer... Aber nein, daran mag ich nicht mal denken. Außer? Mein Name ist Sirlinda. Ich war nicht immer so. Ich gehörte zur Minenkaste. Wir waren nicht reich, aber ich musste nie hungern. Jetzt ist alles fort. Es ist meine Schuld und ich kann nichts tun, um es wieder gut zu machen. Was ist geschehen? Nun spuckt schon aus. Euer Sohn ist ein Bastard, richtig? Das Wort kenne ich. Die Menschen bezeichnen damit ein Kind ohne Vater, richtig? Nein. Nun, mein Sohn hat einen Vater. Trotz allem, er war kastenlos. Und heute weiß ich, dass er nur der Vater eines Kindes mit Kastenzugehörigkeit werden wollte, um einen höheren Status zu beantragen. Aber unser Kind war ein Sohn, kastenlos wie sein Vater. Meine Eltern haben mich verstoßen und mir das Kastenrecht entzogen. Außer ich setze das Kind in den tiefen Wegen aus und gebe vor, ich hätte ihn nie geboren. Ey, das ist arschig. Ja, Moment, also wie jetzt? Also, wenn das ein Mädchen gewesen wäre, wäre sie Minenkast, aber
Richtet sich das dem Geschlecht vom Elternteil? Ist ja sehr interessante Kultur, die die da haben. Haken wir mal ein bisschen weiter nach. In Orsama richtet sich das nach dem Geschlecht des Kindes. Wäre mein Baby ein Mädchen, würde sie zur Minenkaste gehören wie ich. Tatsache. Aber als Junge gilt mein Sohn als ewig verderbt durch die Saat seines Vaters. Sie gibt keinen Sinn, aber egal. Gibt's keine andere Lösung? Ja, ich kann zusammen mit ihm kastenlos werden, was ich auch getan habe. Andere haben ihre Kinder auch so erzogen. Um Kleingeld betteln, in Eingängen schlafen. Toll. Stimmt, in der Hinsicht ist die Kirche wirklich eine Sache. Sind die Kinder schon für ein Leben? Erspart ihm den Schmerz? Nein. Frag doch mal mit der Kirche. Ich habe davon gehört. Ein Mann auf der Straße hat von der Religion der Menschen erzählt. Er nannte sich Kleriker und sagte, er könne mir helfen. Ja, red mal mit dem. Wenn er helfen kann, wäre mein Dank grenzenlos. Ist eben auch eine Einstellungssache. Nicht alles an der Kirche ist grundsätzlich schlecht. Nur halt in Dragon Gage die Art und Weise, wie es die meisten umsetzen. Jetzt der Typ sah eigentlich ganz vernünftig aus. Welche Tür war das jetzt? Die. Haus in der Stadt des Staubs. Das sagt ja sehr viel aus. Ja, hier ist viel. Speichern wir mal. Geht doch sicher gleich Party. Wirklich gar nichts. Wird erledigt. Viridium-Dolch? Nehmen wir. Truhe. Lederstiefel des Staubfressers. Geben doppelt so viel Rüstung, wie ich jetzt aktuell habe. Aber diesen Verteidigungsbonus nicht. Wie ich einfach immer noch mit dem Anfangszeug rumrenne. Das ist halt die Sache, wenn du als Elfenschurke anfängst. Das Zeug ist einfach zu gut. Weil die Sache war ja zumindest, wenn ich gerade nicht völlig deppert bin. Hier war noch was. Ah ne, halt, hier war ja das. Okay. Wird das so gerechnet, dass Rüstung direkte Schadensreduktion bedeutet, während Verteidigung Ausweichchance ist. So war es in Teil 2. Ob es in Teil 1 auch so ist, weiß ich nicht. Da habe ich nicht so hart gesuchtet wie den zweiten Teil. Also im Endeffekt heißt sowohl Verteidigung als auch Rüstung, man kriegt weniger Schaden. Hier kann ich nicht hoch. Doch. Das sind tote Nacks. Hast du einen Namen? Nö. Untätiger Zwerg. Eure Kleidung ist sehr schön. Habt ihr sie von der Oberfläche? Ja. Ich stelle hier die Fragen. Was habe ich denn zu fragen? Ich bin Yaluva. Schön, dich kennenzulernen. Nee, so sollte ich es mal auch mal nicht, wenn der so anfängt. Ja, ist sie. Und? Meine Mama sagte immer, an der Oberfläche haben sie keinen Stein, der sie schützt. Wenn ich raufgehe, stürze ich in den Himmel. Dann hat deine Mama nicht die geringsten Schimmer, wie Gravitation funktioniert. Du musst dich nur mit den Füßen gut festhalten. Sie hätte recht, gehörst du nicht dorthin? Nein, das geschieht nicht. Nun, mein Papa ging rauf und kam nie zurück. Wer sagt, dass er nicht reingestürzt ist? Logik! Tschüss! Stürzt nicht in den Himmel, wenn er wieder raufgeht. Ich meine, klar, die haben den ganzen Tag ein Dach über dem Kopf. Die wissen nicht, wie... Die wissen es nicht besser, wenn es denen so gesagt wird. ich glaube, Isaac Newton hat sich gerade im Grab umgedreht. Aber gut, so viel zur Stadt des Staubs, wenn ich gerade nichts übersehen haben sollte. Was mich wundert, war da echt nichts mehr sonst. Ist ja alles abgegangen. Kommt wahrscheinlich erst noch. Was ist das? Wandschnitzerei. Sehr schön. Codex. Oh Gott, das wird eine... Hey, das war von Genie TV. Das wird eine Geburt. Ach, Kirche von Orsama. Da können wir jetzt reingucken. Wie ihr meint. Yes. Oh, in USA gibt es solche Autobahnkirchen. Das sind LKWs, die im Anhänger einfach wirklich so eine Art Kirche haben. Die halt an Raststätten halten. Immer mal wieder. Und ja, für Fernfahrer. Warum nicht? Oder Highway heißt ja nicht Autobahn. Willkommen. Das hier wird schon bald Orsamas erste Kirche sein.
Der Gesang des Lichts wird alle Ecken der Welt erreichen. Wir werden niemals vergessen, wer das möglich gemacht hat. Ich diene nur an Draste. Nein, tue ich nicht. Ich bin eine stolze Dalish-Elfe. Gut, ich erwarte eine Gedenktafel an der Tür. Nee, so. Ja, dann guck doch mal, wie sehr du zu deiner... Was war das gerade? Dann guck mal auch mal, ob das gerade eben nicht nur leeres Gerede war. Die Kirche weist eine hilfesuchende Seele niemals ab. Was kann ich tun? Außer es ist ein Magier. Sie braucht Essen und ein warmes Bett für ihr Kind. Sie sucht Arbeit. Gibt es das hier? Nimmt ihr ihren kastenlosen Sinn als Mündel der Kirche auf? Ja, das eigentlich. Es wird noch viel Leid geben, bis wir erkennen, dass alle gleich sind im Auge des Erbauers. Sagt dieser Frau, die Kirche zieht ihr Kind auf, ohne Fragen zu stellen. Aus welchen Gründen sie ihn auch aufgibt. Lasst sie wissen, dass er bei uns immer einen Platz hat. Danke. Der Typ weiß, wie es geht. Dann geht man die Quest gleich ab. Und dann nutze ich die Chance auch gleich, um zu gucken, ob ich wirklich nichts vergessen habe in der Stadt des Staubs. Sehr kompakt hier alles, muss ich mal sagen. Nacktgefiepse habe ich keins gehört. Ich sehe auch auf der Karte, ob ich irgendwo Eingänge habe, und hier ist ja sonst nichts. Verdächtige Tür, Rechtsklick freischalten, nicht möglich, ja. Oh, bei näherer Betrachtung fällt dir ein kleiner verborgener Schlitz auf, gerade groß genug für einen Finger. Durch den Schlitz sehen? Du siehst nichts als Schwärze. Wow. Das war vielsagend. Geh mal mit der Mutter. Ihr seid zurück. Ich dachte, ihr kämpft nicht mehr. Was hat er gesagt? Burkel, der Name auch. Was soll ich noch gleich für euch tun? Geht zu Bruder Burkel, er kümmert sich um euch. Ich hätte nie gedacht, dass jemandem in Orsama das Schicksal eines kastenlosen Kindes am Herzen liegt. Ich gehe sofort hin, wenn er etwas für meinen Sohn tun kann. Euer Name ist mir mehr wert als die Ahnen. So, haben wir die Quest, aber gutes Stück, was haben wir noch alles in Orsama für Quests? Dallin? Djulin. Djulin hieß der, glaube ich, ja. Genau. Dann die Nax. Achso, das ist absolviert. Genau, hier. Mit den Lords der Versammlung sprechen. Die Führung von Orsama liegt im Chaos. Blablabla, das ist ja die allgemeine Sache. Finde Fildas Sohn Ruck. Da müssen wir die tiefen Wege führen. Da müssen wir zum Zirkel der Magi. Dann das mit dem Tornay. Und hier alternativ für Belen. Die, wenn die Paladin ein gestohlenes Buch nicht bei sich, den Titzbüm gefunden hat, allerdings darauf findet sich auch Tornay, okay. Aus Erinnerungen verschwunden, Ortenteig, das ist auch die tiefen Wege, okay. Ja. Dann finden wir hier keine Hinweise mehr, die uns sagen, Harrimond oder Belen. Nach den Informationen unseres Charakters sind beide erstmal Streithälse, die sich um den Thron zanken. Von der Einstellung her sieht Djulin aus meiner persönlichen Sicht mit dem Wissen des Charakters, das muss man um zwei Ecken denken. Also mal angenommen, ich habe das Wissen des Charakters, aber meinen Charakter. Dann wirkt Belen vielversprechender, weil der halt nicht so konservativ ist und ich glaube sogar dieses dämliche Kastensystem abschaffen wollte. Kommen wir hier eigentlich rein? Nee. So. Jetzt sind wir allerdings nicht ich, Marco, sondern wir sind Yaluva. Die als stolze Dalish-Elfe ja wahrscheinlich auch eher ein bisschen konservativer eingestellt ist. So traditionsverbunden und so weiter. Zwar nicht ihre Tradition, sondern die der Zwerge, aber kann das denken, was danach vollstehen. Und mit dem Wissen von mir, das ich habe, ist Belen der letzte Arsch, den ich um keinen Preis unterstützen werde. Ich habe die Orsama-Story nicht beendet. Ich weiß nicht, ob man das noch erfährt, wenn man keinen Zwergencharakter spielt. Deswegen sage ich es mal noch nicht. Oh, das ist Nack. Wart ihr wirklich 20 Tage lang in diesem Käfig? Es dürften wohl eher 30 gewesen sein. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Was habt ihr getan? Ich meine, 20 Tage sind lang, wenn man nur herumsitzt und nichts tut.
An guten Tagen habe ich den Vorbeiziehenden Rätsel aufgegeben und ihnen Schätze für die richtige Antwort versprochen. Wirklich? Nein. Ah, zu schade. Das klingt wirklich vielversprechend. So, ich könnte jetzt kurz zurücklatschen, dann kann ich nachher immer noch machen. Ja, kann ich. Tornei. Moment, kann ich mit dem Typen reden? Das ist auch bloß eine Wache. Sagt wahrscheinlich auch nichts Interessantes. Nö. Also, ab ins Tornei. Wo ich gerade diesen Ladebildschirm-Tipp gesehen habe, bei Risen 2 hat man immer nur den gleichen Scheiß vorgesetzt bekommen. So, erstmal jede Ecke absuchen, bevor ich mit irgendjemandem rede. Vielleicht übersehe ich irgendwo Loot. Das Tornei-Gelände. Blutig und sportlich. Unterhaltung für die Massen. Vom Feinsten. Mhm. Wie im alten Rom. Nur unter der Erde. Ist das denn zu glauben, wie viele Familien Belen unterstützen? Ja, du bist ein Harrowmont-Typi. Es heißt, einige von Harrowmonts Leuten seien im letzten Moment abgesprungen. Ja, deswegen sind wir hier. Varric! Varric? Moment. Achtet auf Piotin Edukin. Er hat den Gruppenkampf seit 4 Jahren immer gewonnen. Er hat bisher 11 Enthauptungen, noch 3. Dann bricht er den Saisonrekord. Oh, wow. Das ist doch was, worauf man stolz sein kann. Ich habe wohl schon viele Torneis gesehen. Sitzplatz in der ersten Reihe bei jedem großen Tornei, seit mein Vater mich auf seine Schultern gesetzt hat. Ich heiße Varric. Ich bin Mehrheitseigner einer Mine draußen beim alten Roostenteig. Aber meine Geldgeber wissen, dass ich keine Spitzhacke in die Hand nehme, wenn es Blut auf dem Stein gibt. Das Tornei ist also lediglich ein Turnier. Klar, und König Endrin war lediglich ein Adliger. Das Tornei ist eine heilige Kunst. Jeder Zwist, der beim Tornei geregelt wird, unterliegt der Entscheidung der Ahnen. Und die ist nicht anfechtbar. Oh, geil. Soll... Wow. Das ist... Wow. Ja, das heißt... Die alten Griechen haben erkannt, dass Muckis nicht die Antwort auf logische Fragen sind. Deswegen haben sie die Rhetorik erfunden. Egal. Wie lauten die Regeln? Das ist in jeder Runde anders. Manchmal ohne Waffen, manchmal mit. Manchmal in Paaren oder in Gruppen. Das wird direkt vor Kampfbeginn angesagt, damit sich keiner großartig vorbereiten kann. Habt ihr jemals gekämpft? Ich? Seid ihr verrückt? Ich bin Minenarbeiter, kein Krieger. So, den Dialog hatten wir schon. Also, wie hübsch. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich sage euch, Piotin gewinnt. Darauf könnt ihr euer Gold wetten. Du hast aber nicht zufällig einen Bruder namens Bartrand, oder? Das wär's jetzt, wenn das der Varric ist. So, komme ich hier durch? Ja, komme ich. Aber da muss ich sowieso noch hin. Basil ist einer von den Kämpfern. Ist nur ein Zuschauer. Ich verstehe die stummen Schwestern nicht. Meine Schwester soll sich nicht die Zunge herausschneiden und gegen die dunkle Brut kämpfen. Ja, Zunge rausschneiden klingt da wirklich nicht unbedingt mit großartig Zusammenhang. Egal, Tornei-Meister. Das Tornei beginnt in Kürze. Ihr findet sicher noch einen Platz auf der Tribüne. Oder wolltet ihr am Kampf teilnehmen? Ich möchte gerne für Lord Harrowmont streiten. Ich möchte... Streiten. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich komme später wieder. Was ist dein Tornei? Na gut, das wissen wir jetzt inzwischen. Angesichts der aktuellen politischen Lage unterstützen viele Kämpfer mit ihrem Ergebnis entweder Prinz Belen oder Lord Harrowmont. Hauptsächlich jedoch Belen. Da draußen stehen fast alle Sieger der Vergangenheit. Piotin Edukin tritt immer mit einer Kampfgruppe an. Er ist der Vetter des Prinzen. Oi. Miaja und Lukchan sind Zwillinge aus der Kriegerkaste und bieten dem Publikum immer einiges. Ihr könnt mit allen in ihren Kammern sprechen. Klingt interessant, ich bin mir nicht sicher, ich komme später wieder. Wartet nicht zu lange. Sobald alle bereit sind, beginnt das Tornei. Ja, gut, wird Zeit, dass wir uns jetzt entscheiden. Und wie gesagt, mit dem Wissen, das ihr Luva hat, mit ihrer Einstellung Tendenz Harrowmont, mit meinem Wissen Harrowmont.
Ich habe dem Torneimeister bereits gesagt, dass ich nicht antrete. Wisst ihr mich weiterhin belästigen? Wer seid ihr? Wovon redet? Ja, in dieses redet in Caps Lock. Das klang ehrlich. Wenn ihr mich nicht gesucht habt, dann tut doch bitte so, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Nicht so schnell. Was habt ihr zu verbergen? Nichts. Ich verlasse das Turnier. Wenn ihr mir sagt, worum es geht, könnte ich euch helfen. Also es ist so. Als ich jünger war, hatte ich etwas mit Revelka aus dem Hause Eduken. Oh. Eine Nebenlinie, weit entfernt von der Thronfolge. Ihre Familie wollte sie verheiraten und brachte sie mit einem Bimo zusammen. Aber wir haben uns weiterhin getroffen. Arrangierte ihn. Und jetzt werdet ihr erpresst. Und jetzt hat Billens rausgefunden. Ich dachte, es wäre geheim geblieben, aber ihr Mann ist der Erbe eines Deshir. Und wenn er es erfährt, bringt er mich um. Also muss ich mich wie ein wertloser Makling fortschleichen. Aus Angst, dass Belen es der ganzen Stadt erzählt. Hat Belen euch selbst bedroht? Nein. Eine seiner Kämpferinnen, sie heißt Miaja. Sie hat gedroht, mich zu diskreditieren. Zu was? Und was für Beweise hat sie? Sie haben Briefe. Liebesbriefe von Revelka an mich. Würden sie bekannt, wäre sie entehrt. Ihr Mann würde sich von ihr trennen. Und ich dürfte froh sein, wenn ich bei einem Duell ums Leben käme. Ich kann die Briefe zurückholen. Also würdet ihr wieder kämpfen, wenn euer Geheimnis gewahrt bliebe? Das könnt ihr nicht garantieren. Der Gedanke gefällt mir, aber ich sitze wirklich ganz tief in der Falle. Und nicht, wenn ich die Briefe zurückhole? Das würdet ihr tun? Wie könnte ich euch danken? Es ist meine eigene Schuld, ich weiß. Aber ich hätte sie geheiratet, wenn es möglich gewesen wäre. Wenn ihr garantiert, dass die Beweise nicht bekannt werden, trete ich gerne beim Tornai an. Aber ihr müsst sie rasch finden. Mit dem ersten Kampf endet die Anmeldung. Okay, gut, das ist einer von zwei. Müssen wir noch einen anderen finden. Wer ist da hinten? Oh, und der ist ein bisschen umringt. Also, das da hinten ist der andere. Das hier war jemand anders. Okay. Also, was haben wir denn? Gauner. Achso, du kannst gar nicht mit. Und halt hier den, wie ist der? Egal, auf den Schützen jeweils bitte erstmal. Und du machst einen Streuschuss. Ich ahnte, dass es riskant würde, sich mit der Halle der Bewahrung abzulegen. Kopfgeld für den. Natürlich hat er mich betäuben müssen. Jetzt ist meine Ausdauer im Arsch. Egal, Schütze ist raus. Dann erstmal auf den mit der... Dann beides zwei Waffen. Okay, dann auf den da. Da musste ich kurz niesen. So. Gott, der ist gleich kaputt. Oh Gott, hat der kassiert. So, okay, noch einer weniger. Sender hat gerade so ein bisschen Aggro verloren, aber wir riskieren mal nix. So, und hier wieder genug Ausdauer, sehr schön. So, bleibt nur noch einer. So, okay, das haben wir geschafft. Na komm, stirb. Danke. Saphir. Chronik aus der Halle der Bewahrung. Na bitte. Gut, haben wir die Quest auch. Ist hier noch in der Ecke irgendwas? Sehr schön. Oh, ja, ist es. Wen haben wir denn hier Schönes? Farinden und Hanashan. Also schön ignoriert mich eben. Achso, die sagt nichts. Ich bin ja Luga von den Grauen Wächtern. Nehmt es nicht persönlich. Hanashan gehört zu den stummen Schwestern. Sie spricht mit niemandem. Ach, von dem hat der eine Typ doch geredet. Wer sind die stummen Schwestern? Das ist ein Orden von weiblichen Kriegern. Gegründet von Asteth der Grauen, einer Frau aus der Kriegerkaste, die als erste für das Recht der Frauen auf Militärdienst eintrat.
Als niemand auf sie hörte, schnitt sich Astith die Zunge heraus und schulte ihre Fähigkeiten, bis sie dann ein großes Tornei mit bloßen Händen gewann. Wer sich ihrem Orden anschließt, schneidet sich in Gedenken an sie ebenfalls die Zunge heraus. Okay, dann nochmal die Frage, warum die Zunge? Egal, wer seid ihr? Ich bin Farindin und diene Hanashan als Kampfpartnerin und Übersetzerin. Als stumme Schwester hat sich Hanashan die Zunge herausgeschnitten, wie der ehrwürdige Paragon Astith die Graue. Ihr könnt euch denken, dass sie meine Dienste eher für alltägliche Verrichtungen benötigt. Ich werde jetzt nicht aufzählen, wie falsch man das verstehen kann, egal auf welcher Seite steht ihr beiden. Die stummen Schwestern unterstützen den regierenden König und sind loyale Dienerinnen der Edukens. Aha. Dann mögen unser beide Bemühungen im Triumph enden. Ihr solltet nochmal drüber nachdenken, wen ihr der König... Achso, klar, Edukin. Wählen. Euer Mut ist bedeutungslos. Stumme Schwestern kämpfen nicht mit Worten. Ah! Wollt ihr eure Behauptungen stützen, nehmt am Tornei teil. Die Ahnen werden entscheiden, wen sie für würdig erachten. Ah, deswegen die Idee mit der Zunge. Okay. Ist immer noch komplett hirnrissig, aber ich verstehe jetzt, wo der Gedanke liegt. Lord Dunvanik Volney. Was starrt ihr denn so? Wojcik. Los, raus hier! Ist schon gut. So, zu dir komme ich gleich. Dahinter ist noch eine Tür gewesen. Tornei-Recke. Schön, dass ihr hier seid, Wächter. Einige haben schon gesagt, sie würden euch zu gerne beim Tornei antreten sehen. Die Gelegenheit, gegen jemanden mit einer so seltenen Ausbildung anzutreten, bietet sich nicht oft. Wir hatten gehofft, ihr würdet mit uns ein paar zwanglose Runden bestreiten. Zwanglos? Ihr meint verboten. Von der Versammlung eingeschränkt, aber nicht verboten. Die Ritualisierung lässt den Adel vergessen, dass es eigentlich nur um Blut geht. Bürgerliche sollen die Arena nicht für banale Scharmützel missbrauchen. Einige von uns würden ein ehrliches Spektakel vorziehen. Manchmal ist eine ordentliche Tracht Prügel nun mal angebracht. Geschwätz stört da nur. Und was... Okay. Interessante Einstellung. Aber wir haben unseren Stolz. Ich bin dabei. Ein Wort von euch. Und ich stelle eine Gruppe aus einem der kleineren Häuser zusammen. Sie bekommen nur selten die Chance, sich beim Tornei zu messen. Sie sind wild und hungrig und setzen ungewöhnliche Techniken ein. Bedenkt, dass es hier nicht um Fairness geht. Das werden harte Kämpfe. Wer ist der Gegner und was bekomme ich dafür? Die kleineren Häuser interessieren sich für ungewöhnliche Techniken. Viele heuern Söldner an, um ihre Kampfkraft zu steigern. Alles ist erlaubt. Trifft es wohl ganz gut. Es gibt kleinere Belohnungen, bisweilen einen Bonus, aber... Hier geht es nicht um Geld, sondern um Technik und die Gelegenheit, sie vorzuführen. Ich komme später drauf zurück. Nun, ich bin hier. Machen wir erst mal das Tornei. Wusste ich gar nicht. Okay, den Typen kannte ich noch nicht. Gwidden. Seid ihr neu bei den Kämpfen? Ich kann mich an euch nicht erinnern. Ihr kommt wohl nicht oft raus. Seid ihr einer der Kämpfer? Ich weiß. Ich heiße Gwidden und habe mich gerade abgemeldet. Ich spüre, die Ahnen sind mir heute nicht zugetan. Dulin Forrender meinte, ich soll mit euch reden. Warum seid ihr zurückgetreten? Es geht nicht darum, was vorgefallen ist, sondern darum, was passieren wird. Lord Harrowmont soll den Thronanspruch bereits aufgegeben haben. Beelen hält dieses Tornei nur ab, damit seine Lordschaft beim Rücktritt das Gesicht wahren kann. Wer halt... Und warum? Ach, und eure Quelle für diese Aussage ist verlässlicher als ein Mitglied der Versammlung? Einschüchtern. Dulin und ich rufe ehrenhafte Kämpfer für Harrowmont zusammen. Überreden, lügen, ich habe es von Harrowmont persönlich gehört. Das haben wir nicht. Das wäre halt mal was gewesen, wenn wir mit einem von den Oshis persönlich geredet hätten. Aber haben wir nicht. Ich
Glaube nicht, dass seine Lordschaft etwas tun würde, ohne Dulin um Rat zu fragen. Dulin war immer sein engster Vertrauter. Vielleicht habt ihr recht. Ich bin nur ein Krieger und habe mich immer aus der Politik der Adligen herausgehalten. Wenn ich herausfinde, dass mich Beel nur zu seinem eigenen Vorteil angelogen hat, dann werde ich... Ich werde... Doch am Turnier teilnehmen und ein paar Kopfnüsse verteilen. Vielleicht mache ich das tatsächlich. Okay, gut. Erfolg freigeschaltet, Rüpel. Okay, den haben wir. Jetzt fehlen noch die Briefe, um die kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao. I'm gonna go get some more.